Ups. Das waren Treffer. Schalte die feindlichen Roboter aus. Naja, wenn es sonst nichts ist. Zurück bei unserem Freund Naughty hier. Ah, der Arme. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Combat Armor. Danke, nehme ich gerne. Metal Left, Schrotpatronen, Radar, Taboka Outfit und eine Pipe Shotgun. Er war halt mehr so ein Angsthase, oder? Leider hat er überhaupt keinen Hinweis, wo sein Boss sich befinden könnte. Wir haben hier auf jeden Fall, sorry, schön aufgeräumt. Okay, die bringt nicht so viel. Danke sehr. Das war eine Straßenlaterne. Wir sind... Ich habe irgendwie einen Überblick verloren in der Hitze des Gefechts. Ich glaube hier raus. Genau. Dann lass mal gucken, wer hier so rumliegt. Kronkorken. Eine Submachine Gun. Die haben wir gesagt, nehmen wir hier nicht mit, weil wir sie nicht... Gummibonbons. Wart mal, Pips. Piper? Hey, was gibt's denn? Hast du Schrotpatronen? Woher hast du die Schrotpatronen? Darf ich die bitte haben? Danke. Combat Shotgun. Ach so, deswegen. Macht vielleicht Sinn, oder? Ja. Aber ja, grundsätzlich die würde ich gern nehmen. Ich mag es nicht, wenn sie mit Handmade Revolver 98, ja, das ist eine gute Idee. Und der hat was für Munition? Schrot. Du willst mich doch. 37. 25. 14. Dann ist das eher das Beste. Ja, aber dann können wir die Pipes hier erstmal mitnehmen. Die Submachine Guns, wollte ich sagen. Danke. Ihr liegt irgendwie sehr günstig aufeinander. Danke. Handschellen, Pips. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Oh, die gibt es, Mädel. Die gibt es. Dann haben wir hier noch die zwei Raider. Kabuki Mask. Schön. Metal, Metal, Raider, Schrot. 40, macht sich bezahlt. Frack, ja, Raider, Metal, 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 Stimpack und die Goggles. Aber dann sind wir, glaube ich, hier durch. Lass mal hochgucken. Alter, hier pfeifen aber irgendwo ordentlich die Comanchen, wenn du mich fragst. Wow. Aufs Dach, warte mal. Wenn wir... Könnte es sein... Sip, 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 sip. Ich würde eher glauben, hier so lang. Upp. Das ging sich gerade aus. Okay. Dann hier mit Anlauf. Ja. Perfekt. Und hier rüber, ja. Kommen wir hier runter? Nee, schade. Ich hätte gedacht, dass es hier vielleicht was zu holen gibt. Ansonsten... Hier mal... Huch. Oh, hier rutschen wir ab. Oh. Ah, shit. Hier kommen wir auch nicht hoch, oder? Nee. Und da wieder... Au.
Nee. Da geht's auch nicht zurück. Hier hat doch was auf... ja. Das Auto mag mich gerade gar nicht. Hier hat doch was auf mich geschossen. Pips. Ich habe noch keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Schwarmbot. Das war ein Treffer. Schalte die feindlichen Roboter aus. Naja, wenn sonst nichts ist, ist ja kaum was los hier. Weg. Der könnte auch unter Umständen weg sein. Komm, lad nach. Was ist da hinten? Keine Ahnung. Wow, was geht denn hier gerade ab? Alter Verwalter. Ada? Hallo? Rede mit dem Roboter. Mit welchem? Gut, es hat ja nur einer überlebt. Lass mich mal gucken. Wir sind hier lang gekommen. Das heißt, hier müsste irgendwo Müll liegen. Ja. Dann haben wir hier was. Hier was. Wo haben wir denn noch was? Oh shit, Zoe. Okay. Als nächstes kommt Bing Crosby. Road Goggles. Zoes Tagebuch. Das werden wir gleich mal uns angucken. Shit, was ist denn hier passiert? Ja. Mechanist Holoband. Erstmal. Nee, Inventar. Diverses. Zoe. Lass mal hören. Oh, okay. Wenn dein Name nicht Zoe ist und du das hier liest, dann bist du tot. Dies und das. Also. Ich habe beschlossen, auf diesem kleinen Holoband ein Tagebuch zu führen. Ich fand die Idee ganz cool, es an verschiedenen Terminals zu aktualisieren. Sowas wie meine eigene kleine Sammlung, nur weiß ich teilweise gar nicht, wo wir sind. Mit Orientierung habe ich es nicht so. Das überlasse ich den Bots. Heute haben wir einen netten Schrottplatz angehalten. Beeindruckenderweise ist er nicht so eklig und von wilden Ghoulen überlaufen wie der letzte. Lisa hat mir geholfen, dieses Terminal zu reparieren, damit ich loslegen kann. Naja. Ich glaube, Ada und ich konnten eine recht gute Verteidigung aufbauen. Wir haben erstmal genug Vorräte, also werde ich mir hier alles in Ruhe ansehen. Ich muss wirklich ein paar gute Sachen zum Tauschen finden, wenn ich mir in nächster Zeit mal meine neuen Handschuhe zulegen will. Raider sind dumm. Raider sind dumm. Ich gehe davon aus, dass Leute wie wir allein deshalb nichts zu befürchten haben, weil die Typen so dämlich sind. Letzte Nacht haben sie versucht, Porter was zu klauen. Einem gottverdammten Wachbot, der Gepäck trägt. Porter hat zwei von ihnen erledigt, ein anderer aktivierte beim Weglaufen einen Stolperdraht und der letzte, glauben wir jedenfalls, ist gestolpert und hat sich mit seinem eigenen Messer aufgespießt. Deswegen rennt man nicht, wenn man scharfe Objekte trägt. Aber von Schüssen aufzuwachen ist natürlich auch nicht cool. Es wird wohl Zeit weiterzuziehen. Wer beschützt den Protektron? Wir haben eine ziemlich coole Fabrik mit ganz netten Protektron-Teilen gefunden. Daher will Jackson uns jetzt unbedingt einen kleinen Bodyguard-Roboter bauen. Er arbeitet mit Shade schon den ganzen Tag daran. Ich glaube, ich nenne ihn Hurz. Ich bin gespannt. Protektrons sind mein Ding. Beschützen und dienen. Oh, und natürlich autorisiert, rund um die Uhr tödliche Gewalt anzuwenden. In der Zwischenzeit haben Ada und ich die üblichen Verteidigungsmaßnahmen errichtet. Danach hat sie mir geholfen, nach Sicherungen und sonstigem Kram zu suchen. Nicht, dass ich faul wäre, aber Roboter sind dann am besten, wenn man nichts Schweres heben oder tragen muss. Ernsthaft?
Also, wir waren in diesem kleinen, runtergekommenen Reparaturgeschäft und haben einen Händler gefunden, der sich im Schrank versteckt hat. Er hatte gedacht, wir wären Raider, also blieb er einen ganzen Tag und eine Nacht da drin. Und ja, das war so eklig, wie man sich das vorstellt, weil es in Wandschränken keine Toiletten gibt. Und natürlich auch kein Toilettenpapier. Naja, er meinte, wir wären ziemlich nah an diesem Gebiet namens Commonwealth, das wir uns vielleicht ansehen sollten. Angeblich kann man da ganz gut handeln und eine alte General Atomics Fabrik gibt es auch. Ich glaube, Jackson würde Turing zu gerne verbessern. Der alte Mr. Handy hat schon bessere Zeiten erlebt. Kaufrausch! Du wirst es nicht glauben, aber wir haben in einem Kaufhaus Halt gemacht. Das ist wie ein wahr gewordener Traum. Ich habe schon neue Handschuhe und Stiefel gefunden, ganz zu schweigen von einer Sonnenbrille, für die mir Shades richtig was schulden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine gesamte Nachtwachen für mindestens eine Woche übernehmen kann, damit ich da rankomme. Turing hat den restlichen Weg von Commonwealth kartiert. Wir haben außerdem gehört, dass es einen Ort namens Diamond City gibt. Nicht das, was du denkst. Offenbar ist das so eine Art altes Stadion. Könnte lustig werden, wäre auf jeden Fall schön, bald mal wieder eine größere Siedlung zu besuchen. Oh, schade. Und das andere war... Homeplate, Kellogg, Knight, mich. Mechanist, Holoband, genau. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter des Friedens. Fürchtet euch nicht. Diese Roboter sind eure Verbündeten, eure Beschützer. Und sie werden erst ruhen, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen. Und ein neues Zeitalter einläuten. Interessant. Wie es aussieht, haben wir nicht gerade sonderlich gute Arbeit geleistet. Jackson Holoband, Chromkorken. Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Nein, ja, nein, nein, nein. Enhanced Targeting Card, okay. Wow. Dusche, Tischventilator, Wanderblut. Leg mal die Waffe runter, Pips. Mir scheint, wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Warum liegen hier Bolzen rum? Lasergewehr. Okay. Okay, das Terminal ist hinüber. Ja, Ada, ich hab dich mitgekriegt. Sekunde, das rauscht hier so. Fuse. Hey, Ada. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Naja, ist halt kacke, dass ich nicht schneller war. Sorry. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine... Familie, danke nochmal für Ihre Mühen. Ich weiß, dass Sie es Ihnen ebenfalls gedankt hätten. Gute Frage. Was für eine Art Roboter bist du? Ich bin schwer modifiziert, aber in meinem Kern bin ich ein Aggressotron. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen.
Wer ist Jackson? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Du bist verbessert? Du bist verbessert? Ja, modifiziert mittels einer Roboterwerkbank, die auf Prototypbauplänen basiert. An ihr können zahlreiche Robotermodifikationen durchgeführt werden. Mit mehr Verteidigungselementen, etwa eines Wachbots, hätte ich meine Freunde womöglich vor diesen Robotern schützen können. Erzähl mehr. Erzähl mehr von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Warum seid ihr denn geblieben? Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel spezialisiert. Im Commonwealth gibt es Unmengen alter Teile, die wir hätten brauchen können. Das war ein kalkuliertes Risiko. Ja, er konnte das nicht wissen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Wer ist Wer das? Wer ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen Reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Was ist denn das? Das ist eine Roboterwerkbank. Mit der Roboterwerkbank können Sie Ihre eigenen Roboter erbauen und modifizieren, sofern Sie genug Ressourcen haben. Nett. Frage. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu. Ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten, beschützt zum einen das Commonwealth und recht zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Gute Frage. Sicher, dass du dafür fit genug bist? Ja, ich werde nicht ruhen, bis der Mechanist aufgehalten wurde. Jetzt gerade nicht. Kann ich mich bis zu Ihrer Rückkehr vielleicht irgendwo nützlich machen? Ja. Und zwar würde ich dich nach Grey Garden schicken. Ich kenne diese Siedlung. Hoffentlich kann ich dort helfen. Ich denke schon. Okidok, wir haben ein... hier schwebende Bolzen. Mich würde interessieren, wo die Waffe ist, die abgeschossen hat. Haben wir den schon gelootet? Eine neue Bedrohung. Juhu. Turing, okay. Das war der letzte. Pips? Hey, Hey, Piper. Was ist los? Was meinst du? Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Das ist alles. Okay. Okay, das hat mich jetzt etwas genervt, dass ich hier zu spät gekommen bin. Aber ich glaube, oder ich würde mal vermuten, das geht auch gar nicht anders. Wir sind noch immer auf der Suche nach unserer Homeplate-Schlüssel. Eine neue Bedrohung. Untersuche Satellitenstation. Untersuche Volt 88. Oh Gott. Die Liste wird halt immer länger. Es ist furchtbar. Wir sind noch immer auf der Suche nach Smiling Kate. Und das werden wir jetzt auch verfolgen. Aber erstmal speichern. Eine Kirche. Guten Tag.
Cool. Komm. Hilf unserer Kleinen. Danke. Ich habe nämlich keine Lust, unsere neue Freundin gleich wieder zu verlieren. Danke. Oh Gott, lass mal hier lang gehen. Ich würde gern in die Kirche reingucken, denn ich nehme an, die Ghule haben wir hier aufgestachelt. Oder auch nicht, wie es aussieht. Hallo, jemand zu Hause? Apropos. Ach. Was wir noch machen wollten, Level up. Charisma haben wir jetzt ja. Was wir brauchen könnten, wäre... Lokaler Anführer, dann kannst du zwischen der Werkstattziele mal Versorgungsrouten einrichten. Kannibale, Strömungsassistenz. Bestimmte Gesundheit und stärkste Sprengen, Aktionspunkte. Erfahrungspunkte. Okay, da würden wir schneller leveln. Das würde vielleicht auch Sinn machen. Wobei ich ja in Richtung... Nehmen wir mal die Intelligenz. Ich wäre sonst in Richtung... Hat sich hier irgendwas bewegt? Nein. Fall ich hier runter? Nein, sehr schön. Pips. Alles klar bei dir? Okay. Ich wäre sonst in die Richtung gegangen, dass wir einfach mal kurz zurückreisen und gucken, was wir brauchen, damit wir die Handelsstationen oben aufbauen können. Ah, der Friedhof. Nein. War auch nicht der Ursprung der Ghule, okay. Und das Haus da hinten wollte ich eigentlich noch mit ansehen. Ah, eine Wäscherei, okay. Was haben wir hier Schönes? Soweit nix. Hier in den Waschmaschinen ist auch nix. Ah. Out of service. Darf ich mal durch? Danke. Ja, nein, nein, okay. Kein, nein. Kein Bodensafe, hätte auch sein können. Wäre nicht das erste Geschäftslokal, wo das vorkommt. Nix, nix, gar nix, okay. Raus mit uns. Eine Garage. Die ist aber nicht oben, oder? Nee. Dann hätte ich schon in irgendeiner Art und Weise... Psycho am Kinderspielplatz. Nette Gegend. Dann hätte ich schon in irgendeiner Art und Weise einen... Och nee, du. Das Auto brennt. Das muss nicht sein. Das waren Kamikaze. Ach. Hey. Was war das? Alter. Ich sehe dich. Gute Frage, was war das? Alter Verwalter, das kam unerwartet.
gut, hier war eh nichts, dann können wir gleich wieder runtergehen. Ich komm schon, Pips, ich komm schon. Gut. Ja. Ich hätte gesagt, wir müssen uns da eine Seite aussuchen, von der aus wir angreifen. Eventuell. Nee, komme ich da drüben hoch? Auch nicht. Okay. Okay, Doc, lass mal kurz. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja. Wem sagst du das? Na gut, um die Supermutanten kümmern wir uns in der nächsten Folge, versprochen. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Ein Supermutant, Piper. Ich mache gerade eine Abmoderation. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Don't say